heute Abend Livestream. Kommt unbedingt vorbei. Schau, Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Ich bin heute nicht alleine, sondern habe wahrscheinlich den freundlichsten und non-toxischsten Player der Welt dabei. Maxify ist mit am Start. Was geht's? Hallo. Hey Leute, guck mal, mein neuer Account. Ich habe mir einen Account gemacht für Twitch Games für meine Subs, Leute. Richtig nice, in dem Account habe ich natürlich auch ein richtig legendäres Backbling. Also das ist richtig, richtig krass, ja. Das ist von Season 4 sogar, ey. Ich bin auf jeden Fall, was das angeht, richtig, richtig krank unterwegs. Aber Leute, eine Sache, die ich auf jeden Fall hier machen muss, im Itemshop natürlich hier den Code REWINSIDE oder auch gerne Maxify eintragen, Leute. Ihr wisst Bescheid. Leute, wir spielen Arena-Modus, dachte ich mir. Wir spielen mal eine Runde im Ranked Game. Ich habe gestern schon 12 Punkte geholt. War eine Runde, die ich, glaube ich, auf Twitch gestreamt hat. Das waren, glaube ich, 7 oder 8 Kills. Und dann bin ich irgendwie verreckt an so einen Dude, der die ganze Zeit in der Ecke gecampt hat, in irgendeinem Gebäude in Dusty. Nice Geschichte auf jeden Fall. Ist ein ganz geiles Gedankenexperiment, was wir hier machen. So der toxischste Spieler der Welt, Digga, gegen den freundlichsten und bevorkommendsten und nettesten Spieler der Welt, nämlich Maxify. Also nicht gegen, sondern im Team. Nein, wird schon gut, Leute. Wird schon gut werden. Das wird gut laufen. Richtig viele Leute haben mir tatsächlich in die Kommentare geschrieben, dass wir unbedingt mal zusammen spielen müssen. Das war bei richtig vielen Leuten so. Und ich komme mittlerweile so hinterher, dass mal diese Wünsche der Zuschauer mal alle so ein bisschen abzuarbeiten irgendwie. Du standst auf jeden Fall ganz oben auf der Liste. Ja. Und von daher würde ich sagen, ist jetzt auf jeden Fall Zeit, mal ein bisschen zu rasieren hier. Wo willst du droppen, Bruder? Wo gehst du immer so hin? Ich würde sagen, im Fate. Da lande ich gerne. Ja. Machen mal, Digga, machen mal, sehr schön. Das Schöne an dem Modus ist, ich habe ja die Tage, ich glaube vorgestern oder gestern, nee, ich glaube vorgestern, Leute, kam das Video raus, wo ich mich unheimlich darüber aufgeregt habe, dass Fortnite diese ganzen Shield-Geschichte wieder rausgenommen hat, wenn man jemanden killt, dass man Leben dazu bekommt und so weiter und so fort. Das ist aber in dem Modus wieder drin und der Modus ist quasi so ein bisschen wie bei Black Ops oder bei Counter-Strike, falls ihr das kennt. Da geht es quasi darum, einen bestimmten Rank zu erspielen. Man kriegt dann tatsächlich auch pro Game, ich glaube, ab 75 Punkten Punkte abgezogen, wenn man in den Bus einsteigt. Das ist so ein bisschen das Skirmish-Prinzip quasi und man hofft quasi seitens Epic Games jetzt hier so ein bisschen so ein Skill-Leveling hinzubekommen, so ein kleines Matchmaking-System, wo dann Leute anhand eines Punktestands irgendwie zusammen gematcht werden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das beste Matchmaking-System hatte meiner Meinung nach immer noch Counter-Strike damals. CSGO, richtig stabil gewesen. Aber ich bin mal gespannt, wie das sich hier entwickelt. Oh mein Gott, ich... Genau in der Sekunde, wo ich... Okay, push ich hab 10 AP, ich hab 10 AP. 30 tatsächlich. Hab ihn. Nice. Das war unfair, Alter. Ich war gerade dabei, was anderes zu machen. Und der hat mich einfach dann abgeschossen. Das ist nicht cool. Von mir Gegner? Ich werde gepusht. Nein. Was? Like how? Er wird mich finishen. Ah! Wieso? Wie hat... Ich muss unbedingt meine Keybinds ändern. Wie hat gerade diese Granate mich getötet, Leute? Ist die durch meine Wand geflogen? Kurzes Replay. Irgendwie, vielleicht habe ich auch einfach gerade reingeschossen. Was? Ja, jetzt habe ich nur noch 11 Punkte. Toll, stark. Nee, ist gut. Ah, nee, nächster Rang in 11 Punkten, weil ich... Ah, ich habe einen Punkt gemacht, also in 11 Punkten. Ah, okay, okay, okay. Ja, Leute, die erste Runde lief schon mal extrem stark an der Stelle. Da kann man auf jeden Fall mal einen No-Skin-Dance droppen. Oh Mann, ich weiß auch nicht, ey, was da gerade passiert ist. Keine Ahnung. Wollen wir wieder Vettel gehen? Ja. Okay, let's go. Wir können auch von mir jetzt diesmal heute gehen. Jetzt habe ich meine Ja, ein bisschen heiß hier, Alter. Okay. Kennst du das ehemalige Crackhaus, was wir jetzt repariert haben, wo dieser Baum damals reingefallen gewesen ist? Ja, ja, kenne ich. Damals dieser Baum reingefallen gewesen. Baumhaus. Genau, richtig, genau. Die haben auch irgendwie das Fliegen verändert. Wenn man aussteigt, ist es irgendwie langsamer, ne? Also findest irgendwie. Du? Ja, ich finde schon. Oder kommt es dir schneller vor oder gleich? Also, wenn man aus dem Flugzeug rausspringt, finde ich, ist es ein bisschen schneller. Kann auch sein, dass ich vielleicht einfach geistig zurückgeblieben bin. Richtig. Okay, oben sind auf jeden Fall Leute. Und zwar eine Menge Leute. Hast du eine Waffe? Ja. Okay, ich habe gar nichts. Ich gehe mal runter. Hab einen. Hab noch einen. Hier hinten. Bei mir. Bei mir. Noch einen. Im Badezimmer. Hab ihn. Kommen noch welche. Ja. Hab einen genockt hinten. Links unten ist einer. Kann ich bauen. Nice. Hier vor mir. Hab auch einen. Hab ihn. Ah, ne, doch nicht. Okay, du hast ihn. Sehr schön. Der Arme, Alter, der Arme. Der war komplett überfordert gerade. Wie viele Kills hast du? Oh, ich hab 6. Oh, ich hab 2. Weißt du, wo genau? Da, hier drinnen irgendwo. Was? Hä? Ich bin 1 Zentimeter... Wir waren am Boden schon und ich bin ausgestiegen, bin genockt gewesen. What? Wah. Ich hab noch ein Jump-Pad, falls wir gehen müssen. Nein, wir gehen erst da drauf. Bringt ja nichts. Hä? Ist dir das schon mal passiert? Noch nie. Wahrscheinlich, weil es sich halt stackt, ne? Mhm. Der Fallschaden. Da vorne sind die. Komm, hol dir das Leben von denen. Ja, I need it. Hier ist eine Falle drin. Close. Bei mir irgendwo. Ich komm mal zu dir. 2 Leute bei mir. Oh mein Gott, er ist super low. Oh nein, Digga.
beiden auf jeden Fall einen guten Hit gegeben. Beiden 110er gegeben. Hast du beide? Ja. Oh, stark, Digga. Aber werde ich gleich nochmal sneaken. Bei mir ist noch eine Kiste. Und du wurdest gekillt. Ja, Leute, die erste Runde lief ganz gut. Die zweite Runde ist nie existiert. Ich würde sagen, wir machen es einfach nochmal ganz kurz. Gut, Leute, wir kaufen jetzt diesen Skin hier, weil ich weiß, dass ich damit auf jeden Fall rasieren werde. Bam. Und dazu brauche ich, ich brauche einen Emote. Jetzt geht's schon wieder los. Super. Auf geht's. Na, jetzt bin ich ready. Guck dir das an. Ich wusste es irgendwie. Guck's mir an. Sehr interessant. Und? Was sagst du, Mann? Werden wir jetzt gewinnen? Mega geil! Werden wir jetzt gewinnen, verdammt nochmal? Ja! Ja! Ich muss unglaublich dringend pissen. Nein, so. Das Dappy-Mode war gerade im Shop. Das hätte ich gebraucht. Aua. Das Gute ist, dass ich mir gerade selber Geld donated habe, quasi. Jedes Mal, wenn ich einen Kill mache, los! Okay, ich glaube, meine Euphorie ist durch diesen Kauf und durch die Glücksgefühle, die durch den Kauf gekommen sind, komplett geweckt. Hier vorne sind noch welche. Genau vor mir, Klaus. Ich will die Tee runter. Ja, der ist tot. Der ist tot. Finish ihn. Ja, finish ihn. Ja. Deine Heavy Pump. Jetzt habe ich gerade. Ey, Mann, ich habe 3 graue Pistolen. Mann, das ist voll deprimierend. So viele Pistolen. Wo ist dein Freund, hä? Kommt hier angeflogen, links von uns. 17er Hit mit der grauen Pistole. Yeah, yeah. Kann ich aber eine AR bekommen vielleicht? Oh, ein Revolver, nein. Hier bei mir. Gib Dynamit auf ihn drauf. Oh mein Gott, ich raste aus, Digga. Ich hab nur noch Bad Luck. Oh mein Gott, ich bin low. Und, oh. Ich hab gedacht, du kriegst ihn. Ich hab extra nicht. Nein, Digga, ich krieg ihn nicht, weil ich hab Fallschaden kassiert, weil ich abgerutscht. Doch, ich glaube, ich sollte einfach Fortnite heute deinstallieren, weißt du? Komm, snipe ihn. Er wird nicht pieken. Ja! Der ist One-Shot. Snipe. Hol ihn mit der AI aus der Luft da oben. Ich muss nur ein oder zwei Mal treffen. Hab noch einen gekillt. Ich habe aber noch einen anderen gekillt. Alles entspannt. Der hat einen Heavy Sniper gehabt. Der hat den Heavy Sniper. Oder? Nein? Hat der nicht? Mhm. Also der hier oben hatte keine. Aber ich habe gerade irgendwo einen Heavy Sniper. Das war dieser eine Typ, der. Okay, der weggesprungen ist. Ja, den habe ich komplett gelasert. Der hatte nur 10 HP. Aber ich habe einen anderen auf der anderen Seite geholt. Immerhin. Guck mal, da oben habe ich nämlich noch einen geholt. Siehst du? So, und der hat bestimmt eine Heavy Pump für mich. Safe. Oder der Heavy Sniper? Nein, aber Liska. Oh, ein blauer AR. Das läuft doch schon mal anständig hier. Also, okay. Jetzt ist dieser eine Typ weggelaufen. Jetzt fliegen wir dem einfach hinterher. Ah, da ist er. Da unten ist er. Okay. Von wo genau hat er geschossen? Zwei Leute, da hinten. Da, wo die Smokes sind. Das sind mehrere Leute. Willst du engagen? Du engagest. Hab den einen geholt, der eben weggelaufen ist. Denk ihn ab ein bisschen. Peng, peng. Hier bin ich. Peng, peng. Ich glaube, er hat dich bemerkt. Ah, sein, sein Mate ist genockt. Stark. Bockwurst! Okay, wo ist die Heavy Sniper? Ich hab's. Da ist eine Heavy Pump. Eine Heavy Pump? Ja, Mann. Okay, guys, we get in there. Und wo war die Heavy Pump? Die Heavy Sniper von den Typen? Hat er eine? Ich hab keine genommen. Ich hab Hunting Rap noch. Ah, er muss doch irgendwo einen Heavy Sniper haben. Das kann doch nicht sein. Ich meine, ich hab doch gehört. Hier ist sie. Oh. Genau oben bei mir. Ah. Oh. Oh, mein Schinderer. Nani? Ja! Ja, okay. Richtung 60 sind zwei Bälle, siehst du die? Ja, ich sehe sie. Ah, warum schubst du mich? What? Du hast nicht geschubst. Stimmt nicht. Genau in dem Moment, wo ich gesprungen bin, dann bist du auch gesprungen. Da vorne sind Gegner. Guck mal, genau auf dem Weg in die Zone sind Gegner. Das ist ja eigentlich zu gut, um wahr zu sein. Die schießen auf die Bälle, wir müssen uns beeilen. Vielleicht können wir jemanden snipen. Schieß auf die auf die Bälle schießen vielleicht. Ich habe den einen Ball kaputt gemacht. Gib mir Highground, komm mit. Ein Ball ist oben kaputt. Einer hat 150er von mir bekommen. Sehr stark. Der andere hat 60 kassiert, ich komme mit runter. Hab ihn. Einer hat 150er Hit bekommen. Hab okay, einen. Hab den. Das ist ein anderer, ne? Ja, willst du da engagen oder nicht? Ja, immer rein. Boah, stark, Digga, sehr geil. 75er Headshot. Kollege ist so low. Komm mal her zu mir. Bin da. Wir werden gepusht, ne? Hab ihn. Das sind Ehrenmänner. Fällt runter. Nee. Hat gerade noch connected, der Hund. Oh, die spielen aber auch Summer Scrimmage, sein Vater, oder? Einer kommt links. Oh mein Gott. Hast 70 du abgezogen? 70. Achtung auf die Zone.
Wie hat der mich getroffen? Oh, der ist eines ganz weit oben. Oh, nice, nice, nice. Einer von den down. Bei mir? Ja! Nice, oh. GG! Yeah, finally! Yeah, easy win. Die erste anständige Runde nach 2 Stunden Aufnahme. Muss man auch ehrlich eingestehen. Leute, wir haben geschwitzt bis zum Gehtnichtmehr. Wir haben es geschafft, Alter. Geil, ich hab einen Banner bekommen. Woo! Battle Pass, yeah. No Skin, yeah! Und dann herzlichen Glückwunsch zu deinem epischen Sieg. Geil, Alter, geil. Leute, das war's von diesem wunderschönen Video. Schaut auf jeden Fall bei Maxify vorbei. Ich bin komplett im Eimer und muss ganz ehrlich sagen, dass ich tatsächlich an der Stelle einfach aufhöre aufzunehmen, Leute. Nutzt unsere Creator-Codes, ihr wisst Bescheid. Hier, Maxify, unsere Instagram-Code ist Maxify, oder? Maxify YouTube. Hier, Maxify YT, Leute. Gönnt euch rein und demnächst gibt's auch ein Video auf Maxifys Kanal zu sehen. Falls das schon online sein sollte, wenn dieses Video online kommt, dann ist es in der Videobeschreibung. Falls es später online kommt, ist es trotzdem in der Videobeschreibung. Ich küsse eure Augen, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye.